Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Video. Im heutigen Video möchte ich euch gerne meine Top-Bücher aus dem Jahre 2020 zeigen. Also die Bücher, die mich im letzten Jahr am meisten begeistert und auch bewegt haben. Und ich habe versucht, eine Top-10-Liste zu erstellen. Das ist mir allerdings nur so semi gelungen. Ich bin am Ende auf 11 Titel gekommen und ich konnte am Ende wirklich keinen Titel mehr rausstreichen. Das Ganze ist nicht gerankt, also ich fange nicht irgendwie an mit dem, was mir am schlechtesten gefallen hat oder so, sondern es ist einfach bunt gemischt, je nachdem, wie es mir jetzt gerade quasi einfällt. Und allerdings muss ich sagen, dass die letzten drei Titel, das sage ich dann auch gerne nochmal dazu, sind schon die drei Titel, die mich noch ein ganz, ganz bisschen mehr begeistert haben, die einfach ja einen ganz besonderen Platz auch in meinem Herzen haben. Das sind so die Titel, die auch definitiv zu meinen All-Time-Favorites schon gehören. Das ist immer nochmal so ein Unterschied, ob einem ein Buch in dem Jahr irgendwie mit am besten gefallen hat oder ob es ein Buch ist, was man auch irgendwie ja noch weiter darüber hinaus mit sich trägt quasi und bei dem man irgendwie sicher ist, dass es einfach irgendwie zu den absoluten Favoriten gehört. Und diese Bücher kommen dann, wie gesagt, ganz am Ende. Das sage ich aber gerne nochmal. Und bevor ich mit meiner Liste anfange, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben, welche Bücher euch in diesem Jahr besonders begeistert haben. Und damit würde ich sagen, lege ich jetzt los mit dem ersten Buch. Ich muss euch übrigens alle hier einblenden, denn ja, ich bin jetzt schon so weit, dass alle Bücher weggepackt sind. Es kann auch sein, dass das Video ein bisschen hallt, weil eben nicht mehr so viele Möbel in meinem Zimmer drin sind. Ich hoffe, das geht so in Ordnung, also das ist nicht so störend. Und wie gesagt, damit beginne ich jetzt mit dem ersten Buch. Und das erste Buch, was mich im Jahre 2020 wirklich sehr, sehr begeistert hat und vor allem in diesem Fall auch sehr, sehr bewegt hat, ist The Places of Cried in Public von Holly Byrne. Und dieses Buch hat mich emotional sehr, sehr aufgewühlt, muss ich sagen. Denn es geht in diesem Buch um eine toxische Beziehung. Und zwar geht es um Emily und Reese. Und die beiden hatten eben eine Beziehung zueinander. Und die ist mittlerweile aber schon wieder entzwei gegangen. Und Emily blickt im Prinzip auf diese Beziehung zurück und stellt im Prinzip fest, ja, wie schlecht Reese sie eigentlich behandelt hat und wie sehr er sie manipuliert hat und wie sie eigentlich schon viel früher irgendwie hätte erkennen müssen, was irgendwie ja in ihrer Beziehung nicht normal war und nicht gesund war vor allem. Und es ist ein, ja, wie gesagt, sehr, sehr emotionales Buch. Es hat mich wirklich extrem aufgewühlt, muss ich sagen. Es hat mich sehr, sehr mitgenommen und sehr, sehr gepackt, irgendwie auf so eine ganz andere Art und Weise. Es ist natürlich ein Buch, was jetzt nicht durch irgendwie Action oder sowas lebt, sondern es ist wirklich dieses Innere von Emily und wie wir sie begleiten. Das Ganze ist halt eben auch auf zwei Zeitebenen. Einmal die Vergangenheit, wo man eben auf diese Beziehung zurückblickt und eben selber quasi miterlebt, wie Reese sie behandelt und manipuliert. Und dann aber eben auch die Gegenwart quasi, in denen die Ende die beiden schon nicht mehr zusammen sind und wo sie halt eben zurückblickt auf diese Zeit und das Ganze so realisiert und ja, dadurch sehr, sehr erschüttert wird natürlich und man wird als Leser auch dadurch irgendwie mit erschüttert und es hat natürlich sehr, sehr viele Triggerwarnungen. Das ist auf jeden Fall, da sollte, denke ich, klar sein, weil es eben um diese toxische Beziehung geht. Es ist wirklich ein Buch, was nicht leicht zu verdauen ist, was auch nicht so jedermanns Sache sein wird. Aber es ist ein Buch, was mich persönlich super, super bewegt hat. Und ich fand das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema auch, das so in einem Buch zu behandeln, eben diese toxische Beziehung so aufzuarbeiten und das eben so aufzuzeigen. Denn ich glaube, es gibt viele Leute, die in einer toxischen Beziehung im echten Leben sind und denen das gar nicht so bewusst ist, weil diese kleinen manipulativen Dinge, die so vielleicht dann schon Alltag geworden sind, die gibt es leider in sehr, sehr vielen Beziehungen. Und ich glaube, dieses Buch könnte so ein bisschen so ein Augenöffner für den einen oder anderen auch sein. Und wie gesagt, mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr begeistert und deswegen musste ich es unbedingt in dieser Liste auch nennen. Auch das nächste Buch auf meiner Liste hat mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr bewegt. Es ist von einer Autorin, die ich dieses Jahr quasi für mich entdeckt habe. Ich habe dieses Jahr zwei Bücher von ihr gelesen und ein drittes habe ich jetzt noch auf dem Sub. Das möchte ich auch sehr, sehr bald lesen. Und zwar ist es Elizabeth Acevedo. Und von ihr habe ich dieses Jahr The Poet X gelesen und Clap When You Land. Und Clap When You Land hat es eben auch in die Liste von meinen Lieblingsbüchern 2020 geschafft.
Das Buch ist in Versform geschrieben, das heißt, wir haben hier keinen Fließtext, sondern es ist eben in Versen verfasst. Es behandelt aber trotzdem eine durchgehende Geschichte. Und zwar begleiten wir hier drin zwei Protagonistinnen, die am Anfang gar nichts miteinander zu tun haben und auch an völlig unterschiedlichen Orten leben. Nämlich einmal Yahaira, sie wohnt in New York City, und Camino, sie wohnt in der Dominikanischen Republik. Und was sie beide vereint, ist, dass beide an einem Tag erfahren, dass ihr Vater in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und kurz daraufhin, ja, kreuzen sich dann auch auf irgendeine Art und Weise die Wege von den beiden Mädchen. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Wenn euch das interessiert, was da noch weiter passiert, dann müsst ihr es selber lesen. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Es ist wirklich auch wieder eine richtig, richtig bewegende Geschichte, die mich wirklich sehr, sehr mitgenommen hat, und diese Versform hat das für mich auch richtig, richtig gut unterstützt. Also wir haben hier eben die beiden Sichtweisen auch von den beiden Mädchen, immer so unterschiedlich, also so abwechselnd, meine ich, und die beiden haben auch beide irgendwie so ihre eigenen Päckchen zu tragen, die eine vielleicht ein bisschen mehr als die andere, aber das war auf jeden Fall super, super interessant. Und wie sich die beiden dann eben auch begegnen und was dann noch so weiter passiert, war einfach so emotional und hat mich auch sehr, sehr mitgenommen, muss ich sagen. Das ganze Buch basiert auch auf einer wirklichen Begebenheit quasi, denn das ist nämlich so, dass dieses Flugzeug, es ist kein Terrorakt gewesen oder so, sondern es war einfach technisches Versagen in diesem Fall. Und ja, Elizabeth Acevedo hat sich da eben an einem realen Fall orientiert, der eben kurz nach den Terroranschlägen am 11. September passiert ist. Da ist es nämlich auch so gewesen, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, einfach weil die Technik versagt hat. Und anders als halt bei diesem Terroranschlag hat nach kurzer Zeit niemand mehr drüber geredet, obwohl es eben auch Menschenleben waren, die dabei ums Leben gekommen sind. Und da, ja, muss man halt irgendwie auch mal so drüber nachdenken, warum hat das irgendwie weniger Gewichtung und warum ist das weniger wert, nur weil halt kein Terror dahinter steckt. Und ich finde das wirklich eine richtig, richtig tolle Idee, dass Elizabeth Acevedo das eben hier in diesem Buch so ein bisschen aufgegriffen hat und eben nochmal so aufgezeigt hat, dass Menschenleben natürlich nicht mehr oder weniger wert sind, abhängig davon, wie sie ums Leben gekommen sind. Und das fand ich wirklich sehr, sehr wichtig, eine sehr, sehr tolle Botschaft. Aber es geht eben auch viel natürlich so um Familie und es geht auch um Familiengeheimnisse, und ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Ein sehr, sehr tolles Buch. Es gibt es leider bisher nur auf Englisch, übrigens wie The Places of Quiet and Public auch leider nur. Aber in diesem Fall glaube ich, dass es auch für Leute, die nicht so viel auf Englisch lesen, gut verständlich sein wird, denn es ist eben, wie gesagt, in Versform geschrieben. Das macht es ja noch ein bisschen einfacher, weil es eben keine langen Fließtexte in diesem Buch gibt. Und ja, wie gesagt, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Das dritte Buch auf meiner Liste geht wieder in eine ganz andere Richtung. Es ist nämlich Kingdom of the Wicked von Carrie Maniscalco. Carrie Maniscalco ist die Autorin von Stalking Jack the Ripper. Das ist eine historische Thriller-Reihe, kann man sagen. Und jetzt ist eben ihre neue Reihe rausgekommen, beziehungsweise der Auftakt zu ihrer neuen Reihe. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil es eben Fantasy ist. Und zwar geht es hier drin um Emilia, die eine Hexe ist. Es darf allerdings niemand wissen, dass sie eine Hexe ist. Und ihre Zwillingsschwester Victoria ist auch eine Hexe. Und eines Tages wird ihre Zwillingsschwester tot aufgefunden und sie wurde ermordet. Und Emilia möchte nun alles daran setzen, um den Mörder von ihrer Schwester aufzuspüren. Und sie schreckt dabei auch nicht davor zurück, dunkle Magie anzuwenden. Und sie schreckt auch nicht davor zurück, sich mit einem der Wicked Prinzen aus der Hölle zusammenzutun, nämlich mit Areth. Und das, obwohl sie ganz genau weiß, dass man einem Wicked Prinzen nicht trauen darf. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, sehr auf dieses Buch gefreut, weil ich eben weiß, dass Carrie Maniscalco richtig, richtig gut schreiben kann, und dass sie jetzt endlich mal dann Fantasy auch noch schreibt, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich muss sagen, dass mich dieses Buch auch nicht enttäuscht hat. Im Gegenteil, es war sogar noch besser, als ich es mir erhofft hatte. Carrie Maniscalco hat hier einfach diese Elemente von Fantasy und von Thriller so, so gut miteinander kombiniert,
Das ist einfach eine richtig schöne, düstere Fantasy-Geschichte dabei rausgekommen ist, die einen richtig packt und mitnimmt. Es ist nicht unbedingt so die actionreichste Reihe, also es ist schon auch so ein bisschen Slowburn, würde ich sagen. Es ist eine Reihe, die eben von diesen Thrill-Elementen so ein bisschen auch lebt, von diesem düsteren Setting, dieser düsteren Atmosphäre einfach. Und ich muss sagen, das hat für mich aber einfach total ins Schwarze getroffen und hat mich einfach so total begeistert. Und ich mochte einfach auch Emilia als Protagonistin sehr, sehr gerne. Ich mochte Wrath als, ja, potenziellen Love Interest sehr, sehr gerne. Also das hat sich auch für mich gut entwickelt irgendwie zwischen den beiden, was da so passiert ist. Das war für mich auch in dem richtigen Tempo und so, und das war nicht irgendwie übereilt oder so, und es war nicht irgendwie Insta-Lovey oder sowas, sondern es war halt wirklich, hat so seine Zeit irgendwie gebraucht, aber das hat es auch irgendwie nötig, und das liebe ich ja sowieso, wenn es halt ein bisschen langsamer vorangeht und man so richtig dann mitfühlen kann quasi. Und ja, es war rundum eine richtig, richtig gute Geschichte, muss ich sagen. Das Ende hat mich ein bisschen zerstört. Das war fies, und es ist fies, jetzt eben bis Ende des Jahres mindestens zu warten. Also momentan sieht es wohl so aus, als würde das jetzt, also der zweite Teil, Ende des Jahres dann wieder rauskommen. Aber es ist trotzdem fies, so lange zu warten. Aber das ist halt immer das Problem, wenn man so eine Reihe anfängt, wenn sie gleich rauskommt. So. Und, aber wie gesagt, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen an alle, die gerne englische Fantasy lesen, die halt sehr, sehr düster ist, die so von so einer schönen Atmosphäre einfach lebt. Und ich mache das einfach sehr, sehr gerne. Das nächste Buch auf meiner Liste geht wieder in eine ganz andere Richtung. Es ist nämlich eher so aus der Kategorie herzerwärmend und niedlich und fluffig. Es ist nämlich You Should See Me in a Crown von Lea Johnson. Und hierin geht es um Liz, und sie geht auf die Highschool, und sie ist ein Mensch, der sehr, sehr immer so im Hintergrund ist, und sie möchte auf keinen Fall irgendwie auffallen und ja, verhält sich immer sehr, sehr unauffällig einfach. Und sie möchte eigentlich echt nur die Highschool irgendwie hinter sich bringen, um dann ans College zu gehen. Und dann erfährt sie allerdings eines Tages, dass die finanzielle Hilfe, die sie eigentlich für das College bekommen sollte, ihr abgesagt wurde. Also die bekommt sie jetzt nicht mehr. Und ja, dann erfährt sie, dass die Prom Queen und der Prom King an der Schule auch jeweils ein Stipendium bekommen, wenn sie denn gewinnen. Und kurzerhand beschließt sie dann, sich eben für diesen Wettbewerb anzumelden, um halt Prom Queen zu werden. Und da muss sie natürlich selber ihren Schatten springen und muss irgendwie aus ihrem Schneckenhaus rauskommen. Und als wäre das nicht irgendwie schon Herausforderung genug, gibt es da auch noch Meg. Und Meg ist ebenfalls eine Anwärterin auf den Titel der Prom Queen. Und sie bringt ihre ganze Gefühlswelt irgendwie total durcheinander. Oh, ich habe es so geliebt, und es war so süß, und es war so, oh. Es war wirklich, wirklich einfach nur knuffig und niedlich, und ich habe es so, so, so geliebt. Also mehr kann ich eigentlich zu diesem Buch nicht sagen. Es war wirklich eine richtig, richtig schöne, tolle Liebesgeschichte mit viel mehr Romance, was ja sowieso meins ist. Und es hat mich einfach irgendwie total begeistert. Ich mochte irgendwie Liz als Protagonistin sehr, sehr gerne. Ich konnte mit ihr auch sehr, sehr mitfühlen, dass sie halt sehr, sehr, ja, immer im Hintergrund war und irgendwie so eine Person war, die irgendwie ja bloß nicht auffallen will und bloß nicht irgendwie anecken will und sowas. Das konnte ich total gut irgendwie mitfühlen. Und dann aber eben, wie sie dann aus ihrem Schneckenhaus rauskommen musste, da hat sie auch eine tolle Entwicklung durchgemacht, muss ich sagen. Und ich mochte auch Meg sehr, sehr gerne als Love Interest. Sie hat mich auch total begeistert. Und diese Liebesgeschichte zwischen den beiden war einfach so knuffig. Und so, so süß, und ich habe es so geliebt. Es ist jetzt nicht nur fluffig, süß, nett so, aber es hatte auch so ein paar grüblerische Momente. Aber im Großen und Ganzen war es einfach so, so, so süß, und war einfach richtig, 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 richtig herzerwärmend und toll. Und ich habe es sehr, sehr geliebt. Und ja, diese Beschreibung von diesem Buch ist wahrscheinlich
die nichtssagendste Beschreibung überhaupt, weil ich immer nur die ganze Zeit sage, dass es süß ist, aber es ist einfach so. Manchmal kann man zu Büchern auch gar nicht mehr sagen, als es war total süß und es hat mich total begeistert einfach auch, weil es so süß war und es war eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ja, Punkt. Das nächste Buch auf meiner Liste geht auch so ein bisschen in die Richtung fluffig, niedlich, hat aber, wie ich finde, noch ein bisschen mehr auch ernstere Parts. Es ist nämlich Felix Ever After von Kacen Callender und hierin geht es um Felix, der transgender ist und Felix war noch nie verliebt und eines Tages passiert es, dass er transphobische Nachrichten erhält. Und jemand veröffentlicht auch seinen Deadname, also den Namen, den er eben hatte, bevor er zum Jungen umgewandelt wurde. Und er hat so eine Ahnung, wer irgendwie dahinter stecken könnte. Und er möchte nun versuchen, denjenigen irgendwie so aus der Reserve zu locken und irgendwie dahinter zu kommen, ob der es wirklich ist und dass er sich halt irgendwie outet. Und daraufhin beginnt er eben unter einem falschen Namen mit dieser Person zu schreiben. Und was er allerdings nicht geahnt hat, ist, dass ja diese andere Person irgendwie doch gar nicht so schlecht erscheint, wie er es dachte und dass sich da irgendwie etwas zwischen den beiden entwickelt. Und wie schon eben gesagt, es ist ein Buch, was auch irgendwie super, super fluffig und süß ist, was vor allem irgendwie auch an Felix liegt. Also er ist wirklich ein so, so knuffiger Charakter, den man einfach irgendwie von der ersten Seite an richtig, richtig ins Herz schließt. Es ist so ein Charakter, wo ich ganz oft da saß und einfach so gemacht habe, weil er einfach so, so putzig war und weil mich auch seine Geschichte irgendwie so mitgenommen hat und was er irgendwie durchmacht im Laufe des Buches. Natürlich ist er auch kein perfekter Charakter, er macht auch den einen oder anderen Fehler im Laufe des Buches, aber das gehört, finde ich, auch irgendwie immer dazu und das, ja, muss man irgendwie so einem Charakter auch einfach lassen und nur durch Fehler kann er natürlich auch irgendwie eine Charakterentwicklung durchmachen. Und ich fand aber, wie schon gesagt anfangs, dass in diesem Buch zwar viel einfach auch so knuffig und niedlich war, es aber eben auch viel um ernste Themen ging, wie eben diese Transphobie, die natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle in diesem Buch spielt und die das Ganze natürlich auch wieder in eine ganz andere Richtung auch lenken teilweise und die eben dem Ganzen nochmal so einen anderen Touch geben und das hat mir einfach auch richtig, richtig gut gefallen und ich fand einfach diese Balance, die Kacen Callender da gefunden hat zwischen diesem süßen, knuffigen und dieser tollen Liebesgeschichte, die irgendwie auch nochmal ganz anders wird, als man es am Anfang vielleicht so denkt und eben diesen ernsten Themen und diesem, was einen auch ja so ein bisschen auch mal runterzieht und was irgendwie so ein bisschen schwermütiger ist, da findet er einfach eine richtig, richtig gute Balance dazwischen und schafft es einfach, ja, irgendwie einen richtig, richtig zu packen durch diese Geschichte und man fühlt irgendwie so mit Felix und man möchte einfach irgendwie auch, dass es ihm gut geht und man schließt ihn irgendwie so ins Herz, man schließt aber auch andere Charaktere sehr, sehr ins Herz im Laufe der Geschichte und es war einfach eine richtig, richtig tolle, rundum gelungene Geschichte, wie ich finde, kann ich wirklich sehr, sehr ans Herz legen jedem. Das nächste Buch ist ein ganz, ganz anderes Genre als die restlichen Bücher auf meiner Liste. Es handelt sich nämlich um einen historischen Roman und zwar genauer gesagt um Die Nachtigall von Kristen Hannah. Und ich muss erstmal zu historischen Romanen sagen, dass es etwas ist, was ich nicht so häufig lese. Das waren dieses Jahr, glaube ich, 5 Stück oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist viel aus dem Bereich, was mich einfach gar nicht interessiert. Und jetzt Die Nachtigall hat aber irgendwie voll ins Schwarze getroffen bei mir, muss ich sagen. Es hat mich wirklich sehr, sehr extrem bewegt. Es geht um 2 Schwestern, die total unterschiedlich sind. Sie leben beide in Frankreich und zwar zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und Frankreich wird eben von den Deutschen besetzt. Und beide Frauen schlagen sich auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen durch. Die eine Frau hat auch ein Kind und ist halt eher so ein bisschen darauf bedacht, einfach nur ihr Kind oder allgemein ihre Familie zu beschützen und sich so ein bisschen auch anzupassen, sage ich jetzt mal. Und die andere ist aber eher so eine Freiheitskämpferin, die sich eben den Rebellen anschließt und die sehr, sehr offen eben auch für ihre Rechte oder für die Rechte anderer kämpft und die wirklich auch
ja sehr, sehr viel dabei riskiert. Und ja, wir begleiten eben diese beiden Frauen auf ganz, ganz unterschiedlichen Pfaden. Und beide Pfade haben mich so, so tief bewegt und berührt. Und was die beiden irgendwie durchmachen mussten und was sie alles irgendwie getan haben, um irgendwie durch diese Zeit durchzukommen und eben auch, ja, wie gesagt, sich selbst, aber auch andere zu schützen und irgendwie für andere da zu sein, das hat mich einfach so, so erschüttert auch. Und es ist wirklich ein Buch, was ich sehr, sehr ans Herz legen kann, auch Leute, die nicht so viel historische Romane lesen. Ich gehöre, wie gesagt, selber auch dazu. Also es ist wirklich ein Genre, zu dem ich extrem selten greife. Aber das hat bei mir einfach so ins Schwarze getroffen. Und es war einfach für mich, ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es für mich sogar der beste historische Roman, den ich bisher jemals gelesen habe. Wie gesagt, ich habe nicht so viel aus dem Bereich bisher gelesen, aber es war schon wirklich richtig, richtig gut und ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ja, wie gesagt, auch wenn ihr nicht so viele historische Romane lest oder vielleicht noch gar keinen gelesen habt und es gerne mal ausprobieren möchtet, ob diese Richtung vielleicht etwas für euch ist, kann ich es sehr, sehr ans Herz legen. Ist natürlich auch ein sehr, sehr drückender Roman, also das kann man nicht anders sagen. Es ist natürlich eine erdrückende Zeit, um die es da auch geht und es sind erdrückende Dinge, die da passieren und Sachen, die einen erschüttern und niederschmettern und gleichzeitig aber auch eben ja wieder auch so Dinge, die einem Hoffnung geben und die irgendwie auch einen wieder positiv stimmen und es war wirklich richtig, richtig toll und ja, ich kann es wie gesagt sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich noch zwei Fantasy-Titel, die dieses Jahr rausgekommen sind, die extrem gehypt werden und die natürlich auf meiner Liste auch nicht fehlen würden, denn ich habe beide wirklich sehr, sehr geliebt. Zum Glück sehr geliebt, denn es sind beides Titel von meinen Lieblingsautorinnen. Und zwar habe ich da zum einen Chain of Gold von Cassandra Clare. Das ist der Auftakt von der mittlerweile fünften Reihe aus der Schattenjägerwelt. Und das Ganze spielt so zeitlich gesehen quasi nach den Infernal Devices, also so einige Jahre später. Es geht nämlich eben um die Nachkommen von den Protagonisten aus The Infernal Devices, also auf Deutsch heißt die Reihe Chroniken der Schattenjäger. Und ja, ich möchte jetzt nicht so viel zum Inhalt sagen, weil es eben schon die fünfte Reihe ist und es eben auch spoilern würde, zum Beispiel zu viel über die Protagonisten zu verraten, wer überhaupt die Protagonisten sind und so, weil es eben um die Nachkommen geht und es auch so ein bisschen verraten würde, wer überhaupt am Ende überlebt und so. Aber ja, es geht im Prinzip wieder um ein Schattenjäger-Abenteuer und es ist so, dass es irgendwie jahrelang keine Dämonenangriffe gab jetzt in diesem Band und dann passiert aber plötzlich doch irgendwie wieder was und alle sind so ein bisschen überfordert, wie man jetzt irgendwie mit diesem Ganzen umgehen soll und was man jetzt wirklich tun soll und so, so ungefähr. Und ja, ich mochte es wirklich super, super gerne. Allgemein bin ich ein sehr, sehr großer Fan von den ganzen Schattenjägereien, muss ich sagen. Aber ich war selten so begeistert von einem ersten Band aus einer Reihe. Also ich muss sagen, das war für mich der beste Reihenauftakt, den Cassandra Clare bisher geschrieben hat. Weil ihre Reihen starten meistens so ganz gut, also schon nicht schlecht, aber jetzt auch nicht herausragend und steigern sich dann eben im Laufe der Reihe extrem. Und hier ist es wirklich so, dass schon der Auftakt so, so genial war, dass ich mich irgendwie frage, wie soll das irgendwie weitergehen und kann sie das in Band 2 und 3 noch steigern? Weil es einfach jetzt schon so, so genial und episch war und ich einfach auch jetzt schon so eine Bindung zu den Charakteren aufgebaut habe. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass eben die Nachkommen von bekannten Charakteren sind und so einige von den Infernal Devices tauchen hier eben auch nochmal auf und so. Das kann natürlich auch irgendwie ein Grund sein, dass ich eben schon so eine größere Bindung habe als bei anderen Reihen. Aber ja, irgendwie hat es mich wirklich, wirklich von Seite 1 quasi richtig, richtig gepackt und ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Und Band 2 von den großen und bekannten Fantasy-Büchern, was quasi auch so jeder oder fast jeder dieses Jahr gelesen hat, was extrem gehypt wurde und was natürlich auf meiner Liste auch nicht fehlen darf, ist natürlich House of Earth and Blood
von Sarah J. Maas. Der erste Teil der Crescent City-Reihe. Und auch hier, muss ich wieder sagen, gilt eigentlich das Gleiche wie bei Chain of Gold, dass ich irgendwie so geflasht von diesem ersten Teil war, dass ich gar nicht weiß, wie Sarah J. Maas das Ganze noch steigern soll. Weil auch Sarah J. Maas steigert sich im Laufe von ihren Reihen immer ganz, ganz extrem. Also bei Avatar war es auch so, also da war der erste noch ein bisschen schwächer und dann wurde es ab dem zweiten richtig episch. Aber vor allem bei Throne of Glass war das ja wirklich extrem so, dass sie die ersten Bände, die waren noch so, ja okay, da ging die Story ja auch noch gar nicht richtig los sozusagen. Und dann ging es aber irgendwie so ab Band 3 ja richtig los, eigentlich so ab Band 4. Band 3 ist ja so ein Wendepunkt, kann man nur sagen, quasi so. Aber ja, auf jeden Fall frage ich mich, wie sie das noch steigern will, weil es schon jetzt so episch war. Also erstmal, wenn ihr nicht wisst, worum es in House of Wasser und Blatt irgendwie geht, dann kann ich euch fragen, habt ihr irgendwie unter einem Stein gelebt? Weil dieses Buch wurde überall gezeigt, auf Bookstagram, Booktube, und ich habe es auch im Laufe des Jahres mehrmals gezeigt. Ich habe es dieses Jahr zweimal gelesen, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und ja, ich erzähle es aber trotzdem nochmal ganz, ganz kurz. Es geht im Kurzen gesagt um Bryce Quinlan, und sie ist am Anfang der Geschichte ein totales Partygirl, lebt an den Tag hinein, und dann passiert ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben und das ändert irgendwie alles, und dann kommt es zu Morden, und Bryce ist aus einem ganz, ganz bestimmten Grund befugt quasi dazu, nein, nicht befugt, befugt ist das falsche Wort, in der Lage irgendwie herauszufinden, wer dahinter stecken könnte. Ich möchte nicht sagen, warum sie das könnte. Und deswegen macht sie sich eben auf die Suche nach dem Mörder, und sie macht das nicht alleine, sondern zusammen mit Hunt. Und Hunt ist ein gefallener Engel, der versucht hat, die Erzengel zu stürzen. Und er ist allerdings gescheitert und ist seitdem eben versklavt. Und er kann jetzt, wenn er diesen Fall auflöst, kann er damit quasi seine Schuld so gut wie abbezahlen und wäre dann wieder ganz, ganz schnell ein freier Engel. Und ja, setzt deswegen alles da drauf, um das irgendwie zu lösen. Und Bryce und Hunt können aber irgendwie nicht so richtig gut miteinander. Und da kommt es zu jede Menge lustigen Situationen. Und es ist eine typische Sarah J. Maas Hate-to-Love-Geschichte. Also ich muss ja sagen, so sehr ich die Bücher von Sarah J. Maas irgendwie liebe, sie hat ja trotzdem immer so ein Strickmuster, dass sie immer extrem durchzieht und das irgendwie alle ihre Bücher durchzieht, und sie hat wirklich so ihre Dinge, die sie immer in Bücher packt. Ich meine, sie macht es wirklich extrem gut, aber es ist schon so, dass ihre Bücher schon irgendwie vom Kern her sehr ähnlich sind. Also es ist wirklich so, wenn du eins liebst, dann liebst du wahrscheinlich auch die anderen sehr, weil das eben sich schon im Kern sehr, sehr ähnelt, sehr, sehr ähnelt. Und ja, aber es muss nichts, also für mich ist es auch nichts Schlimmes, weil ich weiß einfach auch, was ich an ihr habe. Ich weiß, dass sie das gut schreibt, und ich weiß, dass ich es feiere. Und hier war das auch so. Und wie gesagt, auch hier wieder so dieser Fall, dass ich mir jetzt frage, wie soll sie das noch steigern, weil es war schon so episch und genial und einfach richtig, richtig, richtig gut. Es war für manche ein bisschen schwieriger vom ganzen Weltenaufbau, denn es handelt sich hierbei um eine Adult-Fantasy-Geschichte. Und Adult-Fantasy zeichnet sich ja halt dadurch aus, dass es ein sehr, sehr komplexes Worldbuilding oftmals hat. Und das war hier eben auch der Fall. Und dementsprechend war am Anfang der Geschichte viel, was so ein bisschen explanatory war, also so ein bisschen die Welt einfach eingeführt hat und einfach einem irgendwie die Welt näher gebracht hat und so. Und das war für manche ein bisschen schwieriger zu lesen, die vielleicht gerade vor allem Leute, die irgendwie hauptsächlich so Young Adult Fantasy lesen, hatten da, denke ich, ein bisschen mehr Probleme als Leute, die vielleicht häufiger schon mal zu Adult Fantasy gegriffen haben. Aber ja, im Großen und Ganzen hat mich das nicht so sehr gestört, und ich muss einfach sagen, dass auch ja, dieser, also wenn man erstmal darüber hinweggelesen hat sozusagen, dann wurde es halt einfach richtig, richtig episch und genial, und ich habe es, wie gesagt, sehr, sehr geliebt, und deswegen musste es natürlich auch unbedingt auf diese Liste. Und damit komme ich jetzt zu den letzten drei Büchern, die mich, wie gesagt, am allermeisten begeistert haben, die irgendwie noch so eine Stufe über den anderen stehen, bei denen ich eben sicher bin, dass es so All-Time-Favorites werden können, dass ich eben in 10 Jahren immer noch sage, dass ich diese Bücher total liebe und die einfach irgendwie ja was Besonderes noch mehr an sich hatten.
Und das erste Buch auf dieser Liste habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen. Es ist nämlich The Invisible Life of Eddie LaRue von V.E. Schwab. Und dieses Buch erscheint übrigens jetzt dieses Jahr auch auf Deutsch. Es ist Fantasy und es ist Adult Fantasy. Es geht um Eddie LaRue, die gerne ewig leben möchte und sie geht einen Pakt mit einem Teufel ein und dieser Teufel, ja, sammelt normalerweise ja die Seelen von seinen Opfern, wenn er solche Pakte eingeht und da er ja aber nie an Eddies Seele rankommen wird, wenn sie eben ewig lebt, denkt er sich etwas anderes aus, was sie halt als Strafe quasi in ihrem Leben mit sich tragen muss, denn sie wird von allen Menschen, denen sie begegnet, immer wieder sofort vergessen. Das heißt, immer wenn sie irgendwie zum Beispiel aus dem Raum geht und dann wieder zurückkommt, dann hat diese Person sie schon wieder vergessen. Und so wandert sie eben durch die Jahre und nach 300 Jahren auf der Erde passiert es dann eines Tages, dass sie einem jungen Mann in einem Buchladen begegnet und auf wundersame Weise erinnert er sich an sie. Und das war so eine besondere Geschichte. Also ich muss sagen, zunächst mal kann ich dazu sagen, dass ich mich extrem auf diese Geschichte schon vorher gefreut habe, weil ich eben schon vor anderthalb Jahren oder so von diesem Buch erfahren habe und das, wie ich überhaupt daran eben schreibt und ich habe mich da so drauf gefreut und es klang so vielversprechend und ich war schon wirklich gehypt und hatte sehr hohe Erwartungen und wie Schwab hat es aber geschafft, das alles noch zu übertrumpfen und hat mich einfach so tief bewegt. Es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte. Erstmal dieser Schreibstil ist ganz, ganz besonders. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Ganze im Deutschen nicht so gut rüberkommt, weil es immer so mit den Übersetzungen, bei so einem lyrischen, malerischen Schreibstil ist es immer so ein bisschen, ja, ob das wirklich im Deutschen dann so gut rüberkommt, ob man das wirklich so richtig gut übersetzen kann, ist die Frage. Aber ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr geliebt. Also im Englischen kann ich sehr, sehr empfehlen von der Schreibweise. Es ist ein sehr, sehr besonders geschriebenes Buch. Aber auch die Geschichte an sich, erstmal von Eddie, wie sie eben durch die Jahre wandelt. Also wir haben eben auch so verschiedene Zeitsprünge. Also wir begleiten sie eben jetzt so in der modernen Welt. Also das war so, glaube ich, so 2013 oder sowas, wo das so spielt um den Dreh. Aber dann eben auch so vor 300 Jahren, als es eben passiert ist mit diesem Pakt, den sie geschlossen hat, wie es überhaupt dazu kam, dass sie eben diesen Pakt eingegangen ist und was sie dann eben auch danach erlebt hat, was dann eben unmittelbar passiert, danach passiert ist. Also ja, ihr Leben hat sich dann ja von einem auf den anderen Tag komplett geändert, weil eben alle Menschen sie natürlich sofort vergessen. Auch ihre Familie und so hat sie ihn dann natürlich vergessen und sie war dann plötzlich auf sich allein gestellt und es ist wirklich kein einfaches Leben. Man muss sich das nur mal vorstellen, wenn man von jedem vergessen wird. Man kann nie zur Ruhe kommen. Man kann nicht mal irgendwie einen festen Wohnsitz haben oder so. Man kann keine feste Arbeit haben. Weil du wirst ja von allen vergessen und du musst dich so durchs Leben schlagen und es ist so, so, so hart, dieses Schicksal und Eddie, wie sie das einfach meistert, ich meine so gezwungenermaßen quasi meistert, aber sie möchte halt auch nicht aufgeben und sie möchte ihr Leben nicht aufgeben, sie möchte es trotzdem leben und sie ist so eine starke Person und sie wächst immer mehr und mehr eben an diesen ganzen Herausforderungen, macht eine tolle Entwicklung durch im Laufe der Zeit und was sie so alles tut, um irgendwie durchzukommen und so, war einfach so, so bewundernswert irgendwie und ja, es hat mich irgendwie so extrem mitgenommen, aber dann eben auch diese Geschichte, die dann eben in der Jetztzeit quasi, also 2013 passiert, mit diesem jungen Mann und ich kann da nicht zu viel verraten, weil ich möchte nicht zu viel verraten. Aber es war so toll und das muss ich auch dazu sagen, es ist eine Geschichte, die sehr langsam ist. Also es passiert nicht so viel. Es ist schon so ein bisschen slow burning und es ist jetzt nicht actionreich, es ist nicht super rasant geschrieben oder so, sondern wirklich lebt durch dieses Malerische und so. Und deswegen wird es auch nicht unbedingt jedermanns Fall sein, weil manche Leute brauchen ja schon so ein bisschen Action und so ein bisschen bam, bam, bam. Aber ja, wenn ihr irgendwie auf so langsame Geschichten steht, die irgendwie ja davon leben, dass eben
es mehr so um diese Charakterentwicklung geht und so, dann kann ich euch das Buch sehr, sehr empfehlen. Das nächste Buch auf meiner Liste ist ein Buch, was mich aus ganz, ganz persönlichen Gründen sehr, sehr bewegt hat. Es ist nämlich Loveless von Alice Oseman. Daran geht es um Georgia, die die Schule jetzt abgeschlossen hat und auf die Universität gehen möchte. Und das Besondere an Georgia ist, dass sie noch nie verliebt war. Sie hatte noch nicht mal irgendwie einen kleinen Crush oder so. Sie hat noch nicht geküsst, gefummelt, geschweige denn Geschlechtsverkehr gehabt. Und sie möchte gerne etwas daran ändern, weiß allerdings auch selber nicht so richtig, wie sie da was dran ändern kann. Und dann kommt sie eben an die Universität und hat da eine Zimmergenossin, nämlich Rooney, die im Gegensatz zu Georgia schon sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt hat. Und ja, Georgia und Rooney freunden sich dann sehr, sehr schnell an und Rooney möchte dann Georgia auch helfen, dass sie eben ja mehr aus sich rauskommt und eben aber auch Erfahrungen endlich mal sammeln kann. Die Frage ist allerdings, ob das alles irgendwie so das Richtige für Georgia ist und ob Rooney überhaupt helfen kann. Und ja, ich verrate nicht zu viel, wenn ich halt sage, dass es in diesem Buch viel um Asexualität geht. Es geht im Prinzip um Georgia, die irgendwie herausfindet, ja, ob sie irgendwie überhaupt auf irgendwen steht und ob sie überhaupt sexuelle Gefühle hat und ob sie ja überhaupt irgendwie Sex haben möchte sozusagen. Und das ist halt wirklich ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr bewegt, weil ich selber halt auch asexuell bin. Und es ist ein Thema, was nicht häufig in Büchern angeschnitten wird. Und ich fand einfach, wie Alice Oseman das in diesem Buch verarbeitet hat, war so, so gut. Es war ein so, so wichtiges Buch. Es hat mir persönlich einfach, wie gesagt, sehr, sehr viel bedeutet, dass es dieses Buch gibt. Dass eben ja dieses Thema in diesem Buch so aufgegriffen wird und so bearbeitet wird. Und ich finde das einfach so wichtig, dass es so Bücher gibt, in denen es eben um diese Themen geht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass der eine oder andere mit diesem Thema noch nicht so wirklich in Berührung gekommen ist. Gerade so Jüngere. Es ist ja ein YA-Buch und das ist schon wichtig, wie ich finde, dass halt eben auch Jüngere für dieses Thema möglichst früh sensibilisiert werden und dann eben auch darüber lesen, dass es gar nicht so anders ist, wenn man eben zum Beispiel asexuell ist und dass das gar nicht irgendwie was, also dass es einen Menschen nicht schlechter oder besser oder sonst was macht, wenn man asexuell ist, sondern dass es eben ganz natürlich ist. Und wie Alice Oseman das halt einfach beschrieben hat und wie sie irgendwie diesen Prozess von Georgia auch beschrieben hat, wie sie irgendwie herausfindet, was sie eigentlich will und was sie eigentlich fühlt und so, war so, so gut. Ich weiß, es gab einige Punkte in dem Buch, die manche Leute so ein bisschen gestört haben. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, weil Spoiler und so. Einige Leute hatten da so ein bisschen mit dem, was Georgia dann auch so tut im Laufe des Buches, so ein bisschen Probleme. Und ich kann das schon sehen, dass es teilweise ein bisschen problematisch auch war, was sie manchmal so gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich es trotzdem einfach auf ganz, ganz persönlicher Ebene so, so sehr geliebt, dass ich es nicht anders konnte, als halt eben das Buch hier zu erwähnen und einfach nochmal hervorzuheben, dass es ein ja wirklich sehr, sehr wichtiges Thema ist, was hier aufgegriffen wurde, was, wie ich finde, auch gut behandelt wurde. Und ja, deswegen, wie gesagt, kann ich nur sagen, dass es eines meiner absoluten Lieblingsbücher dieses Jahr war. Und das letzte Buch auf meiner Liste der Lieblingsbücher aus dem Jahre 2020 ist dann natürlich Ich bin Gideon von Tamsin Muir. Wenn ihr länger schon auf meinem Kanal unterwegs seid, dann habt ihr es bestimmt schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass ich über dieses Buch geredet habe. Ich habe es im, ich glaube, April oder so gelesen und es war lange Zeit meine unangefochtene Nummer 1. Es ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, die vor allem durch den Schreibstil lebt. Aber ich erzähle erstmal, worum es geht. Es ist ein Start von einer Adult Fantasy, Adult Sci-Fi Reihe. Und zwar geht es um eine Welt, in der es 9 Planeten gibt. Und wir begleiten die Protagonistin Gideon. Sie wohnt auf dem 9. Planeten, möchte aber gerne weg von diesem Planeten. Und am Anfang des Buches unternimmt sie auch einen Fluchtversuch. Der wird allerdings veraltet und zwar ausgerechnet von Harrow Hark Nanogesimus. Und das ist die zukünftige Herrscherin des Planeten. Und ja, Gideon und Harrow können sich auf den Tod nicht ausstehen. Also sie mögen sich überhaupt nicht, die hassen sich total. Und als Strafe für diesen Fluchtversuch wird dann eben Gideon dazu verurteilt, quasi
Harrow auf einen Wettbewerb zu begleiten. Es gibt nämlich einen Wettbewerb der Nekromanten und da nimmt Harrow eben teil und Gideon muss sie als sogenannter Kavalier eben begleiten und was da so weiter passiert. Worum es bei diesem Wettbewerb überhaupt geht, das müsst ihr selber erfahren. Das weiß man wirklich am Anfang nicht. Also das weiß nicht mal Gideon irgendwie am Anfang richtig, worum es da genau geht. Das muss man alles so Stück für Stück irgendwie selber erfahren. Und es ist, wie gesagt, eine ganz, ganz besondere Geschichte mit einem sehr besonderen Schreibstil, der meiner Meinung nach auch nicht jedem so gefallen wird. Es ist nämlich ein Schreibstil, der sehr von so Sarkasmus und so lebt. Und ich kann es immer nur sehr empfehlen, mal in eine Leseprobe hineinzulesen, wenn einen das Buch an sich interessiert. Weil, ja, ich glaube, so vom Schreibstil her ist es, wie gesagt, schon etwas, wo man mal irgendwie hineingelesen haben sollte, um eben zu wissen, ob es einen wirklich irgendwie interessiert und ob das wirklich etwas für einen persönlich ist. Ich habe es aber sehr, sehr gefeiert, gerade wegen diesem Schreibstil. Es war etwas, was mein Humor total getroffen hat. Also es war für mich, war das on point. Das ist so, als wäre dieses Buch für mich geschrieben worden, so ungefähr. So hat es sich angefühlt, weil ich es so geliebt habe, wie das Buch geschrieben wurde. Und ich habe mich so weggeschmissen. Gideon, also es halt aus Gideons Sicht geschrieben hat, halt einen so trockenen, sarkastischen Humor und ihre Sprüche, die sie immer wieder abpfeffert, sind so genial. Und es war so, hat so viel Freude gemacht. Und es war gleichzeitig aber eben auch eine sehr, sehr düstere Geschichte. Es geht eben um Nekromantie. Also es ist ja die Fähigkeit, Tote quasi zu bewegen, also mit Toten irgendwie zu arbeiten sozusagen. Und das ist schon etwas sehr, sehr Düsteres. Und auch von dem, was so passiert und dieser Wettbewerb, das war schon sehr, sehr düster, aber gleichzeitig eben auch so erfrischend und so lustig eben durch Gideon und ihre Art und wie sie das Ganze auch immer kommentiert und auch oftmals sagt sie eben nicht nur Dinge laut, sondern sie denkt sich auch immer ihren Teil und das ist halt auch einfach so witzig, ihre Gedanken irgendwie zu begleiten und hat mir so, so viel Freude gemacht. Wie gesagt, es ist ein Buch, was du vom Schreibstil nicht jedem gefallen wird, aber ich habe es total gefeiert und deswegen war es eben lange Zeit meine wirklich unangefochtene Nummer 1. Lange Zeit war es wirklich das Buch, was ich so am allermeisten geliebt habe und wie gesagt, dann kam halt Loveless erst und dann kam dann noch The Invisible Life of Elie LaRue und deswegen musste ich diese drei Bücher einfach nochmal so gesondert nennen, weil es wirklich die drei Bücher sind, die für mich irgendwie noch so einen ganz besonderen Stellenwert einfach haben. Und das waren meine Lieblingsbücher aus dem Jahre 2020 und wie gesagt, schreibt mir gerne, welche Bücher euch so dieses Jahr besonders begeistert haben. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr eines von meinen Lieblingsbüchern schon gelesen habt und auch gerne eure Meinung. Ich hoffe natürlich, dass sie euch auch sehr, sehr gefallen haben und dann hoffe ich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!